Die beginnt. Oh nein. Die Welt ist auch nicht gerade die beste. Boxenhaufen, Wahnsinn. Los geht's. Zertrümmere den Boxenstapel, um Münzen zu bekommen. Sammle mehr als 10 Münzen, um den Level zu beenden. In den Bergausblöcken sind einige Wop-Blöcke versteckt, die dich zurückstoßen, wenn du sie zerschmettern willst. Ba, ba, bam. Mit B macht man das Ganze. Wer hätte das gedacht? Also 5 haben wir schon mal. Ja, das müsste reichen. 2 Münzsäcke, glaube ich, habe ich gekriegt. Wenn mich das jetzt nicht täuscht. Yeah, clear. Jetzt muss ich schon mal meinen Finger wieder bereit machen. Jetzt kommt das zweite Minispiel, was nicht ganz so schön ist. Für den Daumen zumindest. Und für meine Nerven. Beleuchte den Raum, ohne von Buhu berührt zu werden. Aber besiege Buhu, um den Level zu beenden. Das Ganze heißt Pedalenpower. Um Buhu abzuschrecken, bedarf es einer starken Lichtquelle. Drehe den Kreis so schnell wie möglich. Genau, start! Alter, ich drehe, Yoshi! Also ich schaff das eigentlich. Aber das ist, das behindertste Einzelspieler-Minigame. Das behindertste. Und das schwerste von allen. Das tanzt die Limo noch nichts dagegen. Oder Gedächtnistraining, was wir alles schon hatten. Weil das geht wirklich in den Fing. Ja, schon verloren. Ja. Schon verkackt. Ich brauch dann einen Finger, der nicht rutscht. Ich brauch einfach einen Finger, der nicht rutscht. Wenn ich da mit der leicht nass ist, das reicht schon. So, jetzt geht's. Puh. Puh. Papa. Vielleicht im Stehen geht's manchmal sogar noch besser. Ah, ich bin sogar abgerutscht. Ja. Oh, das wird knapp. Ah, schon verkackt. Oh, nee. Oh. Oh. Mies. Das ist echt ein Schminispieler. Oh. Also, das ist das Mindeste an Nintendo damals gewesen, dieses Drehen. Oh. Kurze Pause und weiter geht's. Start, los. Nee, reicht nicht. Oh. Mies. Ich habe noch einen Plan B mit einem T-Shirt. Mit Darmfläche. Das ist Plan B. Und dann rutscht man ab. Ja, das ist das Behinderte da dran. Die Kollegen wollten immer früher, dass ich das mache, weil ich das immer konnte. Und jetzt schaffe ich es nicht. Ah! Ah! Mies!
Ich meine, das ist ohne Aufnahmepause durch. Also, wir haben schon einige Drehspiele wie Palle gedacht und so hinter mir. Da muss man echt mal schon kurz Pause einlegen. Weil mit dem rechten kann ich das gerne, nur mit dem linken Daumen das. Los, komm! Gib Schkopf, Yoshi! Ah! Nein! Reicht nicht. Oh! Oh, meine Fresse nochmal, ey! Das ist das. Das ist mir spürbar, wenn ich verkacke, ey. Vor allem, bei jedem weiteren Fehlversuch verliert eigentlich ein bisschen was. Ich bin gerade neu überlegen, ob es noch einen Trick gibt, den irgendwie auszutricksen hier. Start, los! Komm, gib Gummi! Gib Gummi! Gib Gummi! Alter, gib Gummi! Komm, rein, schon vergessen. Der darf nicht einmal aufhören. Das ist der Knackpunkt an der Geschichte. Oh. Man muss, glaube ich, eine gewisse Anzahl an Umdrehungen hintereinander schaffen. Das reicht eigentlich, um dieses Spiel zu gewinnen. Das, die Grenze muss man überschreiten. Los, komm! Komm! Nein, Yoshi, das sah so gut aus! Nein, das sah so gut aus. Und das war das zweite Minispiel, was ich meinte, warum man auch noch mal die Nerven braucht. Oh Mann, ey. Oh Mann. Ah. Ja, das schmerzt wirklich irgendwann. Ah, 7 Versuche habe ich noch. Will aber nicht alle verbrauchen mehr. Boxen auf dem Wand ist nicht das Problem, das Minispiel zu gewinnen. Aber das Minispiel ist das Problem zu gewinnen. Vielleicht einen Schluck trinken, vielleicht hilft's, ja. Qualfolge zweiter mit Pedalenpower. Sobald ich da drücke mit meinem Finger in der Wehe, komplett weh, ey. Tut mein Finger mir komplett weh. Jetzt aber. Reicht nicht. Ich glaub das einfach nicht. Dass das nicht reicht. Nee.
Zum Glück hat man das nochmal über die 1 entfernt wieder. Oh Mann. Ah, ich habe eine Idee gefunden. Oh Mann, ey, der rutscht man aus. Ne, das können wir vergessen, da rutsche ich aus. Also wer auf dieses Minispiel bei den Entwicklern kam, der könnte man einen Kopfschuss geben. Ich bin gerade überlegen, ob ich diese 5 Versuche jetzt runter reduziere auf 0. Alter, ich drehe! Yoshi, ich drehe! Keine Chance. Keine verreckte Chance, ey. Das gibt es einfach nicht. Ich hab gedacht, das Spiel gewinne ich locker, ey. Und was ist? Ich verreck doch dran, ey. Oh Mann, ey. Hallo, gib Gas! Nein. Das gibt es einfach nicht. Ich schwitze auch schon überall jetzt. Mein Gott, nochmal, das kann's doch echt nicht sein. Da kein Patentrezept für gibt. Das habe ich morgen frei. Alter Yoshi, ich drehe. Können wir schon vergessen. Kann ich schon vergessen. Wenn ich das Spiel durch habe, dann kommt nichts Schlimmeres mehr. Doch, Feuer springen. Nein. Scheiße. Ja, bei Feuer springen muss man sich nur konzentrieren. Aber das ist wirklich das Spiel, das einen zur Weißglut bringt. Ich verstehe nicht, warum wir gerade jetzt... Reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Ja komm, jetzt will ich noch zweimal versuchen und dann... dann hast du es eh gegessen. Nochmal alles hier. Nee, es kann mein Finger nicht mehr. Nee. Das wird nichts. Der müsste schon längst anfangen.
Da ist zu spät schon. Bis zu dem Punkt schaffe ich es immer. Aber meistens. Und dann ist Schluss. Puh. Game over. Und ich sag einfach mal, ich mache eine Pause jetzt. Lass meinen Finger hier abkühlen. Und dann versuche ich es dann nochmal in so 20 Minuten. Ich sag einfach mal, ciao. Ich kann nicht mehr. So, weiter geht's. So, kleine Pause eingelegt. Ich hoffe, dass das jetzt reicht, die kleine Pause. Wir müssen nochmal ganz von vorne anfangen. Und mein Finger hat sich schon wieder gemeldet. Mit Boxen auf dem Wahnsinn. Das hatten wir ja schon geschafft. Dann ging natürlich für alle Versuche drauf. Ging bei Pedalenpower, was mich jetzt sehr angekotzt hat. Aber macht nichts. Das hier muss ich jetzt gewinnen. Jawohl, den 5 habe ich bekommen. Jawohl, es reicht schon. Sieg. Ganzer Linie. Ganzer Linie. Clear. Level up und noch ein Level up, jawohl. Sehr schön, haben wir 15 Versuche für das Hassspiel schlechthin Pedalen Power. Ich werde es immer hassen. Ich habe es noch nie gemocht und ich werde es auch nie mögen. So, jetzt aber. Oh, da rutsche ich schon aus. Oh Mann, ey. Alter, ich drehe, Yoshi. Okay, das gebe ich auf. Alter, ich krieg dieses Spiel auf. Oh Mann, ey. Das ist doch wieder nicht komplett trocken. Los geht's. Ach Mann, Yoshi! Ein Kackspiel. Ey, wer hat dieses Spiel einprogrammiert? Echt. Das ist doch zum Haare rausreißen, ey. Dreh den scheiß Zeuschkeck hier! Ja! Ja! Clear! Oh, ich kann nicht mehr, ich kann jetzt schon nicht mehr. Ich kann jetzt schon nicht mehr, Alter. Das will ich jetzt abspeichern, ey. Nee. Das ist eine Geburtsstunde für Mr. Yoshi. Alter Falter. Alter Falter. Weiter geht's. Keep die Rahmen. Ist das nächste Minispiel. Das ist eigentlich ein einfaches Minispiel. Eigentlich. Benutze den Körperpanzer, um das versteckte Bild freizugeben. Beende den Level, indem du als erster das Bild aufdeckst. Je näher du dem Rand des Rahmens kommst, desto größer wird sein Neigungswinkel. Schön zu wissen. Wo bin ich denn oben rechts genau? Piep! Heute nicht das große Problem darstellen. Hallo, Panzer ab in die Mitte. Okay, doch, es wird ein Problem darstellen. Hallo! Peach gewinnt. Okay, das wird sogar angezeigt. Alter, diese Steuerung macht mich noch fertig, ey. Die macht mich, glaube ich, endgültig fertig. Das ist doch ein einfaches Spiel. Das muss ich eigentlich gewinnen, ey, ganz ehrlich.
Blicke rammen, das ist ein leichtes Spiel. Ja, ein bisschen mehr Konzentration. Ja. Yoshi! Ich wollte gerade sagen, das kann ich doch. Clear! Das weiß ich noch nicht. Wenn ich das verloren hätte, dann wäre ich ausgerastet. Explosivener Bob-Op. Okay, hört sich explosiv an. Es ist auch. Gib den Bob-Op an jemanden weiter, bevor er explodiert. Halt ihn nicht in den Händen, wenn er explodiert. Der Bob-Op wird größer und größer und größer und größer, bis er schließlich explodiert. Okay, man muss ihn nicht fangen, man muss nur werfen. Das heißt, A smashen. Piep. Ist auch ein bisschen mit Glück zu tun, natürlich. Ob ich ihn jetzt ganz zum Schluss habe oder nicht, wenn er explodiert. Alles andere ist das hier nicht. Der Verlierer verliert hier 15 Münzen, obwohl das ein 1 versus... obwohl das ein 4-Spieler-Minispiel ist. Aber es wird wie ein 1 versus 3-Minispiel gehandelt. Ja, danke. Ja, das war gemein von Wario, mir den zu geben, natürlich. Da hatte ich keine Reaktionschance mehr. Einfach nochmal. Also Bad Saxi ist schon... Die wurmt mich schon. Die ist gerade nicht einfach. So, noch einmal auf ein neues. Nice. Komm schon, nein, nicht mehr gehen, weil er gibt den weiter, gibt die weiter. Alter, Luigi, wir spielen hier nicht zu zweit, wir spielen zu viert. Da ist noch ein Donkey Kong und ein Wario mit dabei. Glück gehabt, yes! Sieg! Auf ganzer Linie. Wir kriegen nur 5 Münzen jetzt dazu. Auch ein bisschen unverschämt, ne? Eigentlich ja, aber leider geht's nicht anders. So, Bob, Basketball. Wir spielen das Basketball. Nur nicht mit dem Ball, nein. Das wird zu einfach. Wir spielen das Ganze mit einem Bob. 2 gegen 2 spielen eine Runde Bob Basketball. Du beendest den Level, in dem dein Team als erstes punktet. Je näher du an den Korb herankommst, desto einfacher triffst du mit einem Wurf. Wir haben den Ball am Anfang, das ist vorteilhaft. Wir müssen nur einmal punkten. Ich mache aber keinen Dreier. Ich mache nur normalen Zweier. Und somit gewinne ich. Was? Mario, mach ihn rein. Aber passt. Du passen. Hallo? Bug! Ein geiler Bug, oder? Hatte ich auch noch nicht, das müssen wir uns jetzt mal... Es ist Mist, es ist... Hallo, hallo Yoshi, wie geht's? Geiler Bug. Hallo. Ich weiß das nicht. Und Luigi in der anderen Ecke. Tja, leider hab ich das verkackt hier. Zu meinem Bedauern. Time up. Also den Bug hatte ich noch nie, muss ich ehrlich zugeben, dass ich noch nie gehabt, diesen geilen Bug, ey. Aber das ist halt der Kult der älteren Spieler, da gibt's sowas noch. Da gibt's das dann noch, aber den neueren gibt's sowas nicht mehr. Aber das war gut, das war richtig gut, das war nicht gekonnt, das war gut. Das war gut von den Mitspielern, das war gut von Donkey Kong und Mario. Danke, ey, danke Mario, endlich. Warum meine nicht trifft, keine Ahnung. Finish! Aber deswegen haben wir mal 60 Sekunden ein Zeitlimit gebraucht. Normalerweise dachte ich mal, da braucht kein Zeitlimit, aber wenn genau so ein Fall natürlich passiert, dann braucht man ein Zeitlimit. So, das letzte Minispiel in dieser Welt ist Feuerspringen. Das ist vielleicht noch ein Knackpunktspiel. In der Liste hier, springe über das brennende Springseil. Halte 40 Sprünge durch und beende den Level. Das Seil wird nach und nach immer schneller gesprungen. Sei auf der Hut vor plötzlichen Tempowechseln. Ich habe keinen Grafikbug. Geil, wie geil ist das denn?
Und ich gehe aber dafür beschissen. Was ist das? Oh Gott. Ich bin multitaskingfähig. Das war jetzt, das war der Hardcore-Modus. Wir müssen das Lied nachsingen und das dann noch schaffen. Das war der Hardcore-Modus. Ich hab mich auch in den Lied gerade verliebt. Das war aber auch richtig geil, richtig nice. So. Welt 7.